Vladin an der Außenseite kommt jetzt angerollt. Vladin an der Außenseite. Derbywoche in Hamburg. Schnelle Pferde, große Hüte. Sehen und gesehen werden. Ein Mega-Event, das die Tiere nicht selten mit ihrem Leben bezahlen. Sind Pferde Sieger oder Verlierer des Rennsports? Wir haben fast 2 Jahre lang in der deutschen Galopprennszene recherchiert und uns zahlreiche Rennen angesehen. Jahr für Jahr sind es bis zu 1400. Nach Fußball ist keine Sportart in Deutschland so gut besucht wie Galoppsport. Rund 1 Million Gäste zieht es jährlich auf die 22 deutschen Rennbahnen. Bei den Events geht es immer um Geld, um Wettgewinne und Siegprämien und darum, den Wert eines Rennpferdes festzustellen. Nur die schnellsten und härtesten Vollblüter bleiben dabei und werden nach der Karriere für die Zucht genutzt. Der Wettumsatz 2016: 26 Millionen Euro. Bis zu 3 Kilometer Strecke sind im maximalen Tempo unter maximalem Druck zu absolvieren. Hochleistungssport. 9 unglaublich durchtrainierte Vollblüter, die mit fast 65 km/h dann über die Ziellinie gehen. Endkampf bis zum Schluss. Das ist eine Faszination, die man miterlebt und die man am liebsten auch miterlebt auf der Bahn. Mit einem tollen Publikum wie in Köln, wo jeder mitgeht bis zum Ende. Man Emotionen zeigt, nicht nur als Reiter, als Pferd, sondern auch als Zuschauer. Mit einem Siegschrei, mit einem Jubelschrei. Das macht die Faszination Vollblut aus. Die Türen gehen auf und jetzt zählt es. Da wird schon fleißig geschoben auf Bei unseren Recherchen haben wir auch andere Beobachtungen gemacht und gesehen, wie riskant dieser Sport ist. Schockierende Szenen, die wir bei YouTube finden oder auf der Homepage von German Racing. In Leipzig, Krefeld und Hamburg. Der Pferderennsport endet für viele Tiere direkt auf der Rennbahn. Sam ist auf jeden Fall mal vorne. Sam gewinnt. Dahinter ist es auf Platz 2. Alleine in der vergangenen Rennsaison mussten 12 Pferde noch auf der Bahn eingeschläfert werden. Über Unfälle mit Todesfolge beim Training gibt es keine konkreten Zahlen. Es müssen Hunderte sein. In Krefeld am 12. September 2016 sterben gleich 2 Pferde an einem Tag. Sie haben schwere Knochenbrüche und müssen an Ort und Stelle getötet werden. Vorläufig heißt das also 3, 8 und die 7. Noch viel mehr Pferde scheiden wegen Verletzungen aus dem Galopprennsport aus und verschwinden, oft ohne Spuren zu hinterlassen. Ihn haben wir gefunden. Aspern Tau, Galopprentner mit nur 8 Jahren. Er war ein großes Versprechen, bis er tief gefallen ist. Aspern Tau war gerade mal 4 Jahre alt, als er wegen eines Sehnenschadens aussortiert wurde. Heute lebt er mit einer kleinen Herde in der Eifel und muss nicht mehr rennen. Die Tierheilpraktikerin Sabrina B. hat den invaliden Wallach direkt nach dessen gescheiterter Rennkarriere gekauft. Fachtierarzt Dr. Maximilian Pick war 20 Jahre lang auf der Rennbahn in München tätig, bevor er sich vom Galoppsport abwandte und zu dessen Kritiker wurde. Welches ist es, der Aspern Tau? Hier vorne, der braune. Der hier, also ich habe. Soll ich ihn halten irgendwie? Ne? Nö, der bleibt stehen. Also hier war der Sehnenschaden vorne rechts. Er war extrem berührungsempfindlich am Bauch. Ja, und hier will er jetzt gekrabbelt werden. Hier war das am Krongelenk, die Arthrose. Ja, sehr viele Pferde scheiden aus, weil sie einen Sehnenschaden haben. Und der Sehnenschaden ist oft so gravierend, dass er nicht mehr ausheilt und der Rennbelastung nicht mehr standhält.
Das Zweite, was sehr viele Rennpferde haben, was man aber nur sehr schwer erkennen kann, sind die Magengeschwüre. Wir wissen, dass ein hoher Prozentsatz der Rennpferde Magengeschwüre hat. Ist nicht ganz klar, woher die kommen, aber sicherlich spielt der Stress auf der Rennbahn mit eine große Rolle. Geröntgt haben sie es nie. Das haben wir jetzt nicht geröntgt. Ja, ja. Das ist auch nicht notwendig, das zu röntgen. Das Pferd soll ja eh nicht mehr großen Belastungen ausgesetzt werden. Es wird ja auch gar nicht mehr geritten. Es bekommt sozusagen mit 7 oder 8 Jahren, wie alt ist er? 8 Jahre. Bekommt mit 8 Jahren sein Gnadenbrot. Das ist ja schon allerhand, wenn man denkt, dass ein Pferd 30 Jahre locker alt werden kann, manche auch noch älter. Dann können Sie schon sehen, welche Zeit Ihnen noch bevorsteht. So wie Aspantau geht es vielen Vollblütern, die eine Rennkarriere hinter sich haben. Der braune Wallach mit der Blässe auf der Stirn hat offenbar schwere Zeiten hinter sich. Mehr als einmal stand sein Leben auf der Kippe. Sabrina wollte verstehen und hat sich intensiv mit Aspantaus Biografie beschäftigt. Aspantau wurde am 22. März 2008 in Irland geboren, auf dem Vollblutgestüt. Er hat einen ziemlich bekannten Vater in Costa del Lago. Und einjährig wurde der auf der Auktion verkauft für 136.000 Euro. Und daran sieht man ja schon, dass da große Hoffnungen in ihm lagen. Alleine schon, weil er halt diese Abstammung hat. Das hat dann überhaupt gar nichts mit ihm als Pferd zu tun gehabt, sondern einfach, dass er halt einen super Vater hatte. Baden-Baden, die wichtigste deutsche Jährlingsauktion für Vollblüter. 260 einjährige Jungpferde kommen hier unter den Hammer. Schon 2 Tage vor der Auktion kann der Vollblutnachwuchs begutachtet werden. Für die mit den besten Stammbäumen werden schon mal mehrere 100.000 Euro bezahlt. Eine gute Geldanlage für den, der das Glück hat, einen späteren Sieger zu kaufen. Das englische Vollblut wird seit jeher auf seine Rennleistung gezüchtet. Die edle Rasse lässt sich geradlinig zurückverfolgen auf 3 Ursprungstiere im England des 18. Jahrhunderts. Die Selektion ist hart. Nur die schnellsten und härtesten Pferde werden weiter zur Zucht genutzt. Deshalb nennen Fachleute die Galopprennen auch Zuchtprüfungen. Markus Klug, der erfolgreichste Trainer Deutschlands. In Baden-Baden sucht er für seine Auftraggeber neue Rassepferde für den Trainingsstall. Die Einjährigen dieses Jahrgangs haben in 2 Jahren die Chance, beim Derby in Hamburg anzutreten, dem wichtigsten Rennen in Deutschland. Die Nummer weiß ich jetzt nicht. Irgendwann waren es 144 war es. Kannst du mal aufschlagen kurz? Das ist der Bruder. Aus Soldier Hollow, rechte Bruder. Danke, Ralf, ja. So. Naja, den kriegst du für 5. Der Stammbaum also entscheidet über die Güte des Pferdes, aber nicht allein. Ein tolles Pferd. Stimmt alles. Die Größe, das Exterieur, ja, die Proportionen, Bemuskelung, wie das Pferd steht korrekt. Ja, also nicht zu steil, nicht zu flach. Schulter, Hinterhand, wie die Proportionen sind. Und dann natürlich auch die Beine, ob die korrekt stehen. Ja. Also ideal ist immer so ein 45-Grad-Winkel. Ja. Und dann, da ist auch ganz wichtig, dass ein Jährling einen guten Schritt hat. Ja, also raumgreifender Schritt hat. Du kannst laufen. Da, ja. Mit dem Jährlingskauf hat man die Chance, für relativ überschaubares Geld ein richtig gutes Pferd zu bekommen. Aber genauso umgekehrt. Man kann sehr viel Geld ausgeben und das Pferd kann nicht viel. So, für mich kann die weg. Kann die weg. Mhm. Für den Etzianer 22.000 Euro, nicht mehr, als die 22, einmal noch mitgehen. 24.000 auf der rechten. 26.000 Euro, 28.000 Euro. Bis vor wenigen Tagen standen die jungen Pferde noch auf der Koppel in ihrem Heimatgestüt. Mit der Auktion beginnt die Ausbildung zum Athleten. Von hier geht es in der Regel direkt in die Trainingsstelle. 55.000 Euro. Dritte, herzlichen Glückwunsch. Prämienberechtigt in Frankreich, meine Damen und Herren.
In der nächsten Saison werden viele von ihnen schon ihre ersten Rennen laufen müssen, mit gerade mal 2 Jahren. Durchaus üblich für die englischen Vollblüter. Die über 100.000 Pfund verdient haben. Wo starten wir hier? 10.000 Euro, 10, 8, 8.000 Euro, 5.000 Euro sollten es sein. 3.000 und weitere Gebote bitte. 3.000 Euro. Das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen ist der Dachverband des deutschen Galopps. Es erlässt und überwacht Rennordnung und ist für die Zucht und alle Rennen verantwortlich. Wir haben in der Vollblutzucht natürlich ein Zuchtziel. Und das ist schon die Härte des Pferdes und aber auch die Frühreife des Pferdes. Ein Vollblüter ist absolut nicht vergleichbar in der Altersstruktur von 2 Jahren mit einem Warmblüter. Vollblüter und Warmblüter gehören zu verschiedenen Pferdegruppen. Das Vollblut wird im Gegensatz zu den Warmblüterrassen einzig und allein auf sein Rennvermögen hingezüchtet. Aber gerade mal dem Fohlenalter entwachsen und schon im Leistungssport? Ist das nicht zu früh? Dr. Maximilian Pick ist da skeptisch. Auf der Rennbahn ist der Tierarzt nicht mehr gerne gesehen, wie er uns sagt. Er äußert zu oft und zu deutlich seine Kritik am System Galopprennsport. Pferde laufen mit 2 Jahren zum ersten Mal ein Rennen. Heißt, dass sie mit 1,5 Jahren angeritten werden. Das ist ohne jeden Zweifel viel, viel, viel zu früh. Da sind sie noch kleine Kinder, vergleichbar mit einem Menschen, der 7, 8 Jahre alt ist, wenn man den schon in eine Fabrik steckt und da schwere Arbeiten verrichten lässt. Da würde auch jeder einsehen, dass das zu früh ist. Bei den 1,5-jährigen Pferden ist das ganz legal. Das 2-jährigen Rennen heute in Köln ist eines von 30 sogenannten Versuchsrennen im Jahr. Ziel ist es, die potenziellen Derby-Kandidaten des nächsten Jahres zu finden. Auch Markus Klug hat heute einen Nachwuchsstarter dabei. Ja, das ist meiner. Im ersten Rennen Min Jung heißt er. Er ist ein ordentliches Pferd, ist zu Hause in der Arbeit gut gegangen. Aber ob er jetzt überhaupt die Distanz kann, wie das Derby, 2400 Meter, das muss ich jetzt im Laufe der Zeit rausstellen. Deswegen kann man jetzt noch wenig sagen. Markus Klug hatte zuletzt wenig Glück mit seinen Derby-Pferden. 2 seiner Favoriten für 2016 mussten kurz nach Anmeldung für das große Rennen eingeschläfert werden. Beide hatten sich folgenschwer verletzt. Min Jung ist zum Zeitpunkt des Rennens 2 Jahre und 6 Wochen alt. Er und seine Konkurrenten sollen bei diesem ersten Start an die Rennbahnatmosphäre gewöhnt werden. Sie sollen vor allem, so sagt man uns, die Abläufe und die vielfältigen Reize kennenlernen. Zum ersten Mal stehen sie in den Startboxen. Fahrscheine startklar, die gelbe Fahne ging nach oben. Und der Max von Oppenheim, Gedächtnispreis, ist gestartet an der 1200 Meter Marke. Min Jungs erstes Rennen hat begonnen. Das Kommando vor Kickoff in der 2. Position. Mit Marvin Sola für Dario Tracing und Henk Rebe gewinnt. Dahinter Kickoff, der fehlt. Er wird Letzter. Und Min Jung. Aber sein letztes Rennen wird es nicht gewesen sein. Ist an sich ganz einfach. Ein Pferd kostet viel Geld, wenn man es aufzieht. Und je länger man es im Stall oder auf der Koppel herumlaufen hat, umso mehr kostet es. Und man will endlich mal Geld sehen. Und deshalb werden die halt mit 1,5 Jahren antrainiert und mit 2 Jahren laufen sie ihre ersten Rennen. Das ist ein finanzielles Problem. Auch Aspern Tau musste früh laufen. Aspern Tau ist 2010 das erste Mal gelaufen, also auch 2-jährig. Er ist da von 14 Pferden 6. geworden.
Ja, und hat die Erwartungen eigentlich in diesem ersten Rennen als kleines Pferdekind nicht erfüllt. Also es wurden ja große Erwartungen in ihn gesetzt. Ready at the seven. Set. Wir finden ein Video von Aspantaus erstem Rennen in Sandown, England. Die Jungpferde sind nervös. Couple fidgety. That's it. They're racing. Kein Wunder, sie laufen das erste Rennen ihres Lebens. Aspantau ist gut zu erkennen an der Blässe auf der Nase. Er strengt sich an, aber ohne Erfolg. Surrey Star second, Jamuri third, and fourth then is Tajay. But drama, high drama here. Nach diesem Rennen läuft der junge Hengst erstmal lange nicht mehr. Auf die Frage nach dem Warum haben wir vom damaligen Besitzer keine Antwort bekommen. Ich denke, dass Aspantau sich vielleicht schon in seinem ersten Rennen irgendwas verletzt hat, sei es die Sehne oder sonstiges. Denn danach ist er nämlich überhaupt gar nicht mehr gelaufen und dann halt erst wieder hier in Deutschland. Also er hat ein ganzes Jahr pausiert, was ja schon seltsam ist für ein 136.000 Euro Pferd. Der englische Besitzer verkauft Aspantau damals schließlich für nur 2.900 Euro nach Deutschland. An den Trainer Christian von der Recke. Von 136.000 auf 2.900 Euro. Das ist ein Wertverfall von 98%. 2012 läuft er dann 8 deutsche Rennen in nur 4 Monaten. Und der damals 4 Jahre alte Aspantau gewinnt dabei ca. 13.000 Euro Siegprämien. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für seinen deutschen Käufer Christian von der Recke. In seinem Rennstall stehen 55 Vollblüter, darunter viele Second-Hand-Pferde aus England. Aspantau war eines von ihnen. Der 57-Jährige ist einer der erfolgreichsten Trainer und Rennstallinhaber und ein guter Geschäftsmann auch. Ich krieg 20% Mietzins. Das heißt also, wenn der ein Tausender gewinnt, kriege ich 200 von dir. Der Handel mit Pferden aus England ist Teil seines geschäftlichen Erfolgs. Ja, es ist so, dass ich sehr viele ältere Startpferde kaufe, die hier gut ins System passen und die dann meinen oder auch anderen Besitzern verkaufe. Und damit habe ich einen sehr guten Prozentsatz und demzufolge kaufen die Besitzer gerne von mir oder haben eben gern ein Pferd bei mir im Training stehen, was von England kommt. Es sind halt oft Pferde, die in der Klasse nicht so zurechtkommen und bei uns eine Klasse tiefer gute Rennen gewinnen können. Und das ist halt so die Lücke. Dass bei den Engländern gibt es dieses eine Stufe tiefer nicht. Die können nicht mehr zurück. Und mit der Möglichkeit, dass es das bei uns gibt, sind die Pferde gut zu platzieren. Aspantau passte gut in das Geschäftsmodell von der Reckes, der seit Jahren unter den Top 5 auf den Trainerranglisten zu finden ist. Vollblüterrennen in Deutschland gibt es seit 180 Jahren. An ihrem Ablauf hat sich wenig geändert. Man ist der Tradition verpflichtet. Es heißt, der Galoppersport käme von allen Pferdesportarten der Natur des Pferdes am nächsten. Aber wer kann das wirklich beurteilen? Ich könnte mir natürlich denken, dass man darüber diskutiert, ob die Pferde ordentlich gehalten werden, ob das Tierquälerei ist, dass die da vielleicht über ihre Maßen strapaziert werden. Aber wissen, weiß ich nicht viel darüber. Von Fohlenalter an sind die darauf einig, werden die darauf eingestellt. Das ist meine Haltung. Es gibt schlimmere Verwendungsarten für Pferde als jetzt Galopprennsport. Ja, ich habe das schon gesehen, dass da mal eins steigt oder dass mal eins mit Gewalt reingezogen werden muss. Aber das ist doch normal. Hör auf. Da
Was sind die Hauptkritikpunkte? Ist ein Vollblut in seinem Element, wenn es Rennen läuft? Ist mal so eine These, die ich ganz allgemein formulieren würde. Und würde ich sagen, ja, die Tiere sind so gezüchtet, dass sie Rennen laufen, dass sie sich schnell bewegen, sind Kraftsportler, sind Hochleistungssportler. Und denen sollte man auch den Raum geben, wenn natürlich die Pflege und die Behandlung der Pferde diesem Pferd angemessen ist. Aber das ist auf jeden Fall im deutschen Galopprennsport gegeben. Sind die Pferde tatsächlich in ihrem Element? Eindrücke aus 6 Monaten Pferderennen in Deutschland. Es ist schwer zu beurteilen, wo Tierquälerei anfängt. Häufig haben wir Situationen beobachtet, die uns sehr daran zweifeln ließen, ob es den Pferden gut geht. Immer in Frage stellen, brauche ich überhaupt den Leistungssport mit Pferden, die sich selber so schlecht dazu äußern können. Dann kann man die gesamte Vollblutzucht in Frage stellen, wenn man sagt, warum züchtet ihr eigentlich Vollblüter? Kann man alles in Frage stellen. Aber ich meine, dass der Galopprennsport, insbesondere den Einsatz der Pferde, einer der Sportarten ist, die dem Pferd am gerechtesten wird. Dieses Pferd ist schweißgebadet und panisch. Schon vor Beginn des Rennens. Tierschützer prangern solche Bilder seit Jahren an. Sehr viele von den Funktionären, von den Trainern und von den Jockeys behaupten ja, die Pferde laufen gerne. Nicht? Da braucht man ja nur an die Stadtbox zu gehen. Wenn sie gerne laufen würden, wären sie ruckzuck alle drin und ab ging's. Nein, die werden manchmal hineingeschoben mit einer Kapuze, geblendet, damit sie nicht mehr sehen, wohin sie laufen, werden dann hineingeführt. Also das ist ein Gezerre und Geschiebe. Warum ist das so? Weil die Pferde eben nicht gerne laufen, weil sie Angst vor dem haben, was jetzt folgt. In dem Augenblick, wo die Startbox aufgeht, ist die Angst auch da. Sonst würden sie nicht so schnell laufen. Also der Jockey ist es nicht, der die Pferde schnell macht. Je schneller ein Galopp ist, umso größer ist die Angst. Pferde laufen auf der Koppel auch mal im Galopp. Aber das ist ein spielerischer Galopp, das ist ein Lustgalopp. Und der Rennbahngalopp ist ein Angstgalopp. Deshalb spricht man auch vom Angstherz des Vollblüters. Das ist ein stehender Begriff. Einen wissenschaftlichen Beweis für diese These gibt es nicht. Und die Rennveranstalter hören sie nicht gerne. Statistisch belegt ist aber die hohe Zahl an Pferden, die verletzungsbedingt ausscheiden. Und das meist im noch jungen Alter. Diese Stute hat einen schweren Sehnenschaden und wird nie wieder Rennen laufen. Dutch Lady ist erst 5 Jahre alt. Auch Aspern Taus Rennlaufbahn wurde mit 4 Jahren beendet. Offiziell wegen eines Sehnenschadens.
Aber darüber hinaus hatte der Ballach erhebliche psychische Probleme. Die seelischen Schäden finde ich eigentlich noch schlimmer wie die körperlichen Schäden. Die sogenannte Rennbahnneurose, wie ich das bezeichne, die sind oft sehr schwer in den Griff zu bekommen. Also das kann ich auch bestätigen. Also er war psychisch war er total fertig. Also er hat nur mit dem Kopf hoch und runter geschlagen und man musste wirklich aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Und dann wurde er aggressiv. Also er wurde ganz extrem aggressiv. Der wollte uns, ich würde behaupten, der wollte uns umbringen. Er ist rückwärts auf uns los, tretend und ist auch gestiegen und mit den Vorderhufen auf uns zu. Das kam mir so vor, als würde er sich jetzt gerne rächen wollen an den Menschen, was ihm halt die ganze Zeit angetan wurde. Ne? Das Trauma der Rennpferde stammt aus dieser ständig geforderten Höchstleistung. Höchstleistung im Training, Höchstleistung im Rennen und schlechte Haltung und schlechte Fütterung im Stall. Die Pferde stehen den ganzen Tag im Stall, einzeln, ohne die Möglichkeit miteinander zu kommunizieren. Kommunizieren heißt nicht durch die Gitterstäbe durch, sich zuzuwinken sozusagen, sondern kommunizieren heißt zusammen auf der Weide spazieren gehen. Das fehlt auf der Rennbahn vollkommen. Trainingsalltag in einem deutschen Rennstall. Hier bei Christian von der Recke in der Nähe von Köln. Monotones Trotten in der Führanlage. Freier Auslauf auf der Koppel unerwünscht. Denn das könnte Verletzung bedeuten. Und Verletzungen bedrohen die Geldanlage Rennpferd. Stunden am Tag verbringen die Vollblüter alleine in der Box. Auch Aspantau stand hier ein ganzes Jahr, bis er weiterverkauft wurde. Die Galoppszene ist konservativ. Wie fast alle Trainer, so setzt auch Christian von der Recke auf einen altbewährten, sehr geregelten Trainingsablauf. Die Athleten werden in Zehnergruppen von den Arbeitsreitern in ihren Boxen gesattelt und gehen dann zum Aufwärmen einige Minuten Schritt vor den Stallungen. Danach geht es zum eigentlichen Galopptraining auf die stalleigene Rennbahn. Dort sprinten die Galopper etwa eine Runde um die Sandbahn. Das dient dem Muskelaufbau und der Konditionssteigerung. Just only the two. Die Aufgabe des Trainers ist hier vor allem die Beobachtung der Pferde. Wie ist ihre Form? Bewegen sie sich rund? Gibt es Veränderungen zum Vortag? Nach ca. 10 Minuten ist Schluss. Mehr sei zu anstrengend, sagt der Trainer. Seine Methode hat Erfolg, finanziell gesehen. Ich bin der erste Trainer, der in England ein Hindernisrennen gewonnen hat. Ich habe den großen Preis von Meran gewonnen als erster deutscher Trainer. Gab es 250.000 Euro. Also das war mein Steckenpferd, damit habe ich angefangen. Die jungen Pferde werden jetzt abgeduscht. Das Renntraining ist vorbei. Einige kommen zur Konditionsarbeit noch einmal 30 Minuten in die Führanlage. Dann geht es zurück in die Boxen. Je mehr Gleichmäßigkeit im Ablauf ist, umso besser findet das Pferd das. Das Pferd ist nicht so sehr daran interessiert, einen Wechsel zu haben. Und richtig Bewegung ist dann eine Stunde oder wie kann man das sagen? Eine Stunde ist das, was die Pferde in der Regel draußen sind. Und den Rest des Tages? Schlafen sie, träumen sie vom Sieg. Konkret heißt das für die Vollblüter in den meisten Rennställen dauerhafte Einzelhaltung mit nur einer Stunde Bewegung am Tag. Kein Sportler der Welt würde 23 Stunden in seiner Stube hocken und eine Stunde trainieren. Die Muskeln werden nicht trainiert, die Hufe werden nicht bewegt, nicht entsprechend.
Also die körperlichen Schäden sind da, aber noch wichtiger die seelischen Schäden. Das Pferd leidet. Es leidet unter der Boxenhaltung. Das Grundrecht eines jeden Pferdes ist der Weidegang. Der Weidegang ist die natürliche Umwelt des Pferdes. Und wenn der Weidegang einem Pferd vorenthalten wird, dann widerspricht derjenige, der daran Schuld hat, widerspricht dem Tierschutzgesetz. Und das Tierschutzgesetz schreibt eine artgerechte Haltung vor. Tatsächlich findet sich im Tierschutzgesetz der Satz: Wer ein Tier hält, muss das Tier seiner Art entsprechend pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Was dies konkret bedeutet, sagen die Vorschriften jedoch nicht. Pferde, das weiß man, bewegen sich in der freien Natur gut 16 Stunden am Tag. Und das in der Herde. Die Folgen der Boxenhaltung konnte man auch Aspern Tau ansehen. Verhaltensgestört und abgemagert traf er auf seine neue Besitzerin. War schon sehr traurig am Anfang, weil es halt, man kann das so schwer verstehen, halt, wie so ein vierjähriges Pferd, also so ein junges Pferd, einfach schon so kaputt sein kann. Das, also auch psychisch halt. Das ist halt unverständlich. Erstmal. Im Galopprennsport gibt es keine Zeit für das Pferd, sich auch seelisch zu entwickeln. Also als erstes, als er in die Herde kam, stand er halt nur in der Ecke, headshakend, also immer weiter, Kopf hoch und runter. Und egal, welches Pferd kam, also er hat auch überhaupt gar keinen Kontakt versucht. Also er hat schon mal ein bisschen geschnüffelt an den anderen, aber es war jetzt nicht so, dass er irgendwie auch mit denen kommunizieren wollte. Und er hat es auch gar nicht verstanden. Also er musste die Sprache, die Pferdesprache, die die untereinander haben, tatsächlich noch mal von Anfang an halt lernen. Ne? Drei Starter, ja. Im Trainingstall von der Recke ist die Saison im vollen Gange. Arbeitsreiterin Rebecca Danz bereitet drei Starter für einen Renntag vor. Beim Packen der Ausrüstung wird deutlich, dass der Galoppsport nicht ganz so tiergerecht ist, wie oft behauptet. Gegen den Stress auf der Rennbahn muss gut vorgesorgt werden. Das sind jetzt sogenannte Ohrenkappen. Wenn man jetzt nervöse Pferde hat, die extrem auf Musik oder die ganzen Umweltgeräusche reagieren, dann macht man die schon mal drauf. Das sind jetzt nur welche, die haben Silikon drin. Es gibt aber auch noch extra Ohrenstöpsel, die man vorher in die Ohren reinmacht und dann diese drauf. Hallo, mein Hasi-Pferd. Mami. Wir bitten Sie, uns ein weiteres Hilfsmittel zu zeigen, das Zungenband. Das heißt jetzt diese sogenannte Zungenband. Sag ich mal, das sind abgeschnittene Bandagen, die nehmen wir halt fürs Training. Fürs Rennen nehmen wir, sag ich mal, Seidenstrümpfe. Ja, komm her. Ja, ich möchte nur mal was zeigen, Hase. Jo, lass locker. Ja, bitte, lass locker. Da muss man, ist ein bisschen, manchmal auch ein bisschen Geduldsspiel, bis sie locker lassen. Es wird halt erst drunter gelegt. Oben drüber wird ein leichter Knoten reingemacht. Ja, nimm die Zunge rein. Und dann unten drunter zum Fixieren. Und wofür soll das gut sein? Das ist halt dafür da, dass wenn die Zunge hochziehen und in den Kehlbereich, bekommen sie halt keine Luft mehr. Und dann ist es teilweise, dass sie kollabieren oder nicht richtig atmen können. Und das ist eigentlich, um das zu verhindern, um den Pferden zu helfen, durchatmen zu können im Rennen. Ja, Schatzi, ich muss dir wieder ab. Ja, mein Hasi. Im Fachjargon heißen Zungenband, Scheuklappen und Co. Hilfsmittel. Rennsportgegner hingegen sprechen von Regulierungsmaßnahmen, die die Pferde gefügig halten sollen. Das Zungenband zum Beispiel solle verhindern, dass sich die Pferde gegen die schmerzhaften Trensen wehren, die zum Zaumzeug gehören.
Doch nicht nur sie wehren sich gegen die sogenannten Hilfsmittel. Auch die Zuschauer wollen so etwas nicht mehr sehen. Der Untergang der Traber sind diese hässlichen Dinge. Der Untergang der Galopper werden sie vielleicht auch sein. Wenn das Direktorium nicht bald anschreitet, dann wird der Galopprennsport immer mehr an Ansehen verlieren. Das ist auch dem Chef des Verbandes ganz klar. Geht nicht. Und oder sollte eigentlich nicht gehen. Ist auch nur wenn man jetzt die Pferde insgesamt nimmt, die am Rennen teilnehmen, und man nimmt jetzt die Pferde, denen die Zunge festgebunden wird. Auch wieder so ein statistischer Wert, das sind die wenigsten. Wir haben auf deutschen Rennbahnen anderes erlebt. Beinahe in jedem Rennen sahen wir Pferde mit angebundener Zunge. Auch beim Deutschen Derby in Hamburg, dem wichtigsten und mit 650.000 Euro höchst dotierten Rennen der Saison, hatten 2 von 19 Pferden die Zunge angebunden. Da sind wir auch bei, dass wir das so reglementieren, dass das Anbinden dieser Zunge nicht mehr erlaubt ist. Weil das sieht wirklich, stimmt, ist so. Noch hat sich nichts geändert. Und vor allem die Benutzung der Peitsche bleibt erlaubt. Auch dann, wenn sie ganz offensichtlich zum Zwang missbraucht wird. 18.000 Zuschauer werden zusehen, wie das Derby zum Desaster wird. Für den Tierschutz. Die gelbe Fahne geht hoch. Und Boxen auf zum Idee 147. Deutschen Derby. Wakistan vorderster Linie mit Isfahan. Dahinter an der Innenseite Our Last Summer vor Larry in vorderster Linie mit Lope und innen an den Rails. Dahinter Our Last Summer. Es geht gleich in den Schlussbogen hinein. Und El Loco weiter vorne weg vor Our Last Summer. Und die Pferde sind jetzt im Einlauf. Wakistan. Der Außenseiter Isfahan wird zum Sieg gepeitscht. Nicht mit laut Rennordnung erlaubten 5 Peitschenschlägen, sondern mit 9 Schlägen drischt der Jockey auf ihn ein. Die 16.000 Euro Geldstrafe nehmen Jockey und Besitzer offenbar gerne in Kauf. Bei 390.000 Euro Siegprämie verschmerzbar. Aber nicht für Jan Vogel. Er fürchtet den Imageschaden. Es geht im Grunde genommen darum, dass ich, wenn ich auf der Rennbahn stehe und mir einen Zieleinlauf angucke, diese Bilder nicht sehen will. Und wenn ich sie nicht sehen will, will sie auch kein Besucher sehen. Und demzufolge müssen wir da massiv gegensteuern, dass sich solche Verfehlungen eben nicht nur im Rahmen halten, sondern am besten möglichst komplett ausgeschlossen werden. Es gibt massive Proteste, aber Isfahan wird dennoch zum Derby-Sieger 2016 erklärt. Und das Peitschen bleibt mit Einschränkungen erlaubt. Die Peitsche ist das Symbol des Rennsports. Es ist laut Tierschutzgesetz verboten, einem Tier Leiden oder Schäden zuzufügen, ohne vernünftigen Grund. Und ein Pferd, das sehr schnell läuft, so schnell es kann, dann auch noch mit der Peitsche zu schlagen, ist widersinnig, unvernünftig und tierschutzrelevant. Es wird nicht die Peitsche wurde in den letzten Jahren immer weiter reglementiert. Die Verantwortlichen im Direktorium haben nie den Mut gehabt, die Peitsche ganz zu verbieten. Das wäre das Einfachste der Welt. Das Einfachste der Welt. Es geschieht nicht. Wir brauchen einfach die Peitsche, um in Situationen, wo ein Pferd ausbricht, wo ein Pferd wegbricht, auch mal, wenn ein Pferd im Grunde genommen sich hängen lässt, das ist wie in jedem anderen Sport auch so, dass er eine Aufmunterung braucht. Dafür brauchen wir diese Peitsche. Selbst dieses hässliche Derby hat bei den Pferden ja keinerlei Verletzungen hervorgerufen. Es geht darum, dass diese Bilder einfach unschön sind und die Pferde nicht über Gebühr entsprechend motiviert werden müssen. Für den zum Sieg gepeitschten Hengst Isfahan war das Derby sein letztes Rennen. Er ist mit seinen 3 Jahren Sportinvalide und dient jetzt als Zuchthengst.
Doch nur den wenigsten Galoppern steht nach ihrer Rennkarriere eine gute Zukunft in der Zucht bevor. Von den rund 900 Pferden, die jedes Jahr für die Vollblutzucht auf den Markt kommen, landen später etwa 700 Tiere in der Hobbyreiterei. Im Internet floriert der Markt mit Ex-Rennpferden für Freizeitreiter. Dabei eignen sich die Hochleistungstiere gar nicht so ohne weiteres als Reitpferde. Die neuen Besitzer sind oft überfordert und verkaufen die Galopper dann schnell wieder weiter. Oft geht es so von Stall zu Stall. Für manche Tiere endet dieser Weg beim Schlachter. Auch Aspantau wurde im Internet angeboten. Wie viele andere ausgemusterte Pferde aus dem Rennstall von der Recke auch. Noch heute steht Aspantau als Musterbeispiel eines erfolgreichen Übergangs in den Freizeitbereich auf der Homepage der Vermittlerin. Der Galopperverband sieht sich für ausgediente Pferde nicht mehr in der Verantwortung. Wir haben die Pferde im Training erfasst. Wir haben die Zuchtprodukte, Zuchtstuten, die Hengste erfasst. Wir haben nicht mehr erfasst die Vollblüter, die im Freizeit- oder im Turniersport gehen. Manche Tiere haben auch Glück. Sie landen in einem Pflegestall, wie dem von Nico Welp. Sie engagiert sich seit über 20 Jahren in der Pferdehilfe und hat schon unzählige traumatisierte Ex-Rennpferde betreut. Sie erzählt uns, dass sie am Ende jeder Saison zahlreiche Anfragen von verzweifelten Besitzern hat, aber nicht für alle Pferde Platz. Nico Welp ärgert sich vor allem über das System des Rennsports, das die Pferde zu Sportgeräten macht und nach Zweckerfüllung einfach aussortiert. Ich mache den Leuten aus dem Freizeitbereich weniger einen Vorwurf, weil sie einfach natürlich kein Freizeitpferd bekommen. Sie bekommen einen meist traumatisierten Extremsportler, der auf Leistung und auf Schnelligkeit ausgelegt war, im Training, natürlich auch in der Zucht. Dadurch werden die Pferde natürlich viel durch die Gegend gereicht. Das ist ein grundsätzliches Problem, wenn Trainer oder Besitzertrainer Tiere aus der Bahn aussortieren und dann sagen, wir haben sie liebevoll vermittelt in den Freizeitsport, dann heißt das so viel wie, wir haben sie billig verscherbelt an den Nächstbesten. Und ob der damit klarkommt oder nicht, ist uns egal. Bei einem Rennen in Köln fragen wir nach. Wir haben ja auch eine Verantwortung denen gegenüber und wir gehen also wirklich hin und kümmern uns auch darum und wollen ja auch im Sinne des Pferdes und der Besitzer, dass die Pferde gut versorgt sind. Und Sie wissen dann, was mit den Pferden danach passiert? Ja. Einzelschicksale auch? Ja, wir kümmern uns darum, wir gucken uns auch die Stelle an, wo die Pferde hingehen und wenn nicht, dann sagen die Besitzer, nee, dann behalten wir den und warten ab. Ne? Sagt Ihnen ein Pferd Aspantau etwas? Der war mal bei mir, ja. Wissen Sie, was mit dem passiert ist? Nein. Hochleistungspferd, Wertanlage, Pflegefall. Aspantaus Lebenslauf ist kein Einzelfall. Sein Schicksal schon. Er hat noch ein Leben vor sich, abseits der Rennbahn. Was aus den Hunderten anderer verbrauchter Pferde des Rennsports wird, lässt sich nur schwer verfolgen. Aber es steht immer ein neues Rennen an. Mit neuen Siegern und neuen Verlierern.